Hallo und herzlich willkommen. Heute in einer Praxis, einer urologischen Praxis von Privatdozent Dr. Frank Christoph, der uns eingeladen hat, einmal zu schauen, wie denn ein Geschäftsmodell in der Medizin heute aussehen kann. Er hat hier eine Niederlassung, eine ärztliche Praxis und da werden wir ihn gleich mal interviewen und schauen, welche Möglichkeiten es in diesem Bereich der Medizin für uns gibt. Hallo, wir sind hier bei Privatdozent Dr. Frank Christoph. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns einmal über die Entwicklung von Geschäftsmodellen zu sprechen in dem medizinischen Kontext. Bevor wir jetzt einsteigen, über die Geschäftsmodelle zu sprechen und die zu entwickeln, wäre es ganz spannend zu erfahren, wie sind Sie denn zu der Idee gekommen, Praxis gründen und so ein bisschen Biografie? Ja, das ging alles relativ unverhofft. Ich war über 10 Jahre als Arzt in der Klinik hier in Berlin an der Charité tätig, zuletzt als Oberarzt, und habe dann mehr oder weniger durch Zufall 2009 die Möglichkeit bekommen, mich niederzulassen, eine Praxis zu übernehmen und in Anbetracht der Möglichkeiten, die man heutzutage hat, in dem Modell Praxis in Kombination mit Klinik tätig zu sein als Urologe, habe ich mich dann dafür entschieden, sozusagen der Klinik zumindest zum Teil den Rücken zu kehren und mich selbstständig zu machen und als niedergelassener Urologe in der Praxis seit nun fast 6 Jahren tätig zu sein. Mhm. Wie viele Menschen arbeiten hier in der Praxis? Momentan habe ich noch eine ärztliche Kollegin, die bei mir arbeitet, und 4 nicht ärztliche Fachmitarbeiterinnen. Mhm. Rückblickend jetzt, das sind ja einige Jahre, war das die richtige Entscheidung? Ja, es war eine richtige Entscheidung. Mhm. Warum? Darauf habe ich gewartet. Ich denke mal, dass man, wenn man längere Zeit in der Klinik tätig ist, man irgendwann an die Stelle kommt, wo man sich selber fragen sollte, bin ich da richtig aufgehoben, wohin möchte ich, was ist mein Ziel? Mhm. Gerade an einer großen Klinik wie der Charité gibt es da im Prinzip nur eine Antwort. Mhm. Wenn allerdings diese Antwort nicht wirklich mit einem Ja beantwortet werden kann, und das erschließt sich einem auch wirklich erst nach etwa 10 Jahren oder wenn man dann Oberarzt ist, dann sollte man diesen Weg, wenn es möglich ist, so früh wie möglich verlassen. Und dann gibt es halt einige Alternativen. Und eine Alternative ist die Niederlassung. Ja. Hat sich Ihr Arbeitsfeld denn dadurch verändert? Ist es andere Medizin, die man in einer eigenen Praxis anbietet, als die in einem großen Krankenhaus? Nein, ich glaube nicht, dass die Medizin anders ist. Ich glaube allerdings, dass das Patientengut ein anderes ist, dass der Schwerpunkt der medizinischen Tätigkeit eine andere ist. Als Urologe sind Sie in der Klinik ja hauptsächlich operativ tätig, was man als niedergelassener Arzt in der Belegklinik auch noch sein kann, aber eben nicht mehr so intensiv, wie das in der Klinik war. Und was sich deutlich ändert, ist der Bezug zu den Patienten, der natürlich viel intensiver ist. Teilweise sehen wir die Patienten ja quartalsweise oder jahresweise, und somit besteht oder entsteht ein persönlicher Bezug, der in der Klinik überhaupt nicht realisierbar ist, was auch nicht das Ziel ist, denn dort wird primär operiert, mhm, und die Nachbetreuung oder die Vorarbeit wird eben entsprechend in der Praxis durch den niedergelassenen Arzt geleistet. Mhm. Sie hatten gesagt, Sie haben eine ärztliche Kollegin hier. Wie hat sich denn dieser kollegiale Austausch verändert, beziehungsweise vermissen Sie irgendwie dann doch diese Krankenhausatmosphäre? Da ist man ja in einem größeren Team. Wie ist das? Richtig. Sicherlich ist es nett, schön und macht auch Spaß, in einem Team zu arbeiten. Das geht in der Niederlassung einem ein bisschen verloren. Mhm. Allerdings durch das Verschieben der Schwerpunkte wird es an anderer Stelle wieder kompensiert, sei allein der Freizeitaspekt erwähnt, mhm, der sicherlich auch bei der Entscheidung keinen unerheblichen Anteil hat, mhm, und der aber auch des Weiteren, der Austausch findet mit der Kollegin statt. Also von der Seite her gibt es Möglichkeiten, es wird Fortbildungen angeboten, und im Laufe der Jahre ist man so vernetzt, auch noch mit der Klinik, dass man da eigentlich nicht zu kurz kommt. Mhm. Gut, super. Ja, so viel schon mal vorweg. Jetzt bin ich ganz gespannt, was für Geschäftsmodelle wir zusammen entwickeln können und wie so eine Praxis denn generell funktioniert und speziell wie Ihre funktioniert. Okay. Ja, dann schauen wir uns einmal zusammen Ihr Geschäftsmodell an, beziehungsweise werden wir uns zunächst ein Standardmodell für eine urologische Praxis anschauen und dann im weiteren Verlauf, wie Sie sich positioniert haben mit Ihrer Praxis. Zentral in dem Business Model Canvas ist die Frage nach dem Wertangebot. Also was bieten Sie in dieser Praxis an?
Wir bieten das an, was in einer typischen urologischen Praxis angeboten wird. Das ist zunächst mal die Vorsorgeuntersuchung, die Früherkennung. Das betrifft zum anderen die klassischen urologischen Krankheiten, die man kennt. Und zum dritten die Onkologie, die typische Tumorvor- und Nachsorge bei Patienten, die mit urologischen Krebskrankheiten betroffen sind davon. Mhm. Was sind die klassischen Zielgruppen für solche Angebote? Diese sind Erwachsene, Männer als auch Frauen. Sicherlich in etwas geringem Anteil die Frauen, aber die sind auch betroffen von den eben genannten Erkrankungen. Mhm. Und somit Männer, Frauen ab einer bestimmten Altersgruppe, 30 plus, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie ist die typische Kundenbeziehung zu diesen Segmenten? Die ist natürlich klassischerweise in der Arztpraxis die, dass man persönlich Kontakt hat zu den Patienten. Mhm. Die kann aber auch telefonisch sein, wenn es um die Befunde geht, die entsprechend dann telefonisch besprochen werden und das weitere therapeutische Vorgehen festgelegt wird. Mhm. Jetzt geht es um die Absatzkanäle. Also zum einen, wie wird die Dienstleistung erbracht, an welchen Orten, aber auch, wie erfahren potenzielle Patienten von Ihnen? Patienten erfahren zunächst mal durch die Mund-zu-Mund-Propaganda von uns, denn die Urologie ist ja ein relativ delikates Thema, Fachgebiet, wo also viele Menschen aus ihrem privaten Umfeld Erfahrungen Erfahrungen einfließen lassen. Mhm. Dann aber auch klassischerweise das Internet oder die Branchenverzeichnisse. Ja, und die tatsächliche medizinische Leistung findet in der Praxis statt, beziehungsweise Hausbesuche. Richtig, beides ist möglich. Ja, mhm. Gut. Kommen wir zu der Frage, wie werden Umsätze generiert? Was sind die Quellen, aus denen Gelder kommen, damit die Praxis laufen kann? Diese ergeben sich ganz klassisch bei den gesetzlich versicherten Patienten über die Kassenärztliche Vereinigung oder bei den privat versicherten Patienten oder Selbstzahlern über die direkte Zahlung der ärztlichen Leistung oder über deren Kassen. Mhm. Ah ja, gut. Damit das medizinische Angebot gemacht werden kann oder die Praxis funktioniert, was sind da die Schlüsselaktivitäten, die hier von Ihnen oder auch von Ihrem Team in der Praxis erbracht werden? Meine Leistungen sind klassische ärztliche Leistungen, heißt Gespräche, die mit den Patienten geführt werden, Untersuchungen mit den Patienten, sei es jetzt von mir selber manuell oder mit Instrumenten. Dann kommt mein Team ins Spiel, welches bei den Patienten Blut abnimmt, Urin untersucht, kontrolliert, welches aber auch Terminvergabe macht. Mhm. Um diese Leistung zu erbringen, wäre jetzt die Frage, welche Ressourcen sind da nötig? Die Ressourcen, die wir hierfür brauchen, ist meine Praxis an sich, ist mein Team, welches sich in der Praxis befindet, ist das Labor, was wir hier in der Praxis haben oder die Instrumente, die Geräte, mit denen ich bestimmte urologische Untersuchungen mache, sei es jetzt ein Ultraschallgerät oder andere. Ah ja, gut. Mit welchen Partnern arbeiten Sie zusammen, damit die Praxis so läuft, wie Sie sich das vorstellen? Da ist zunächst zu nennen, was die betriebswirtschaftliche Bewertung angeht von dem ganzen Konstrukt der Steuerberater zum einen. Und im Prinzip ist es das auch schon, denn mehr Partner habe ich jetzt augenblicklich nicht, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Komme zu der Kostenstruktur. Welche Elemente sind das, die wirklich Fixkosten laufend verursachen? An erster Stelle die Praxis als solche, an zweiter Stelle das Personal und an dritter Stelle das Labor mit den Verbrauchsgütern, die ich brauche, um die entsprechende Untersuchung zu machen. Mhm. Wunderbar. Dann sind wir schon durch. Jetzt haben wir einmal so ein Basismodell für eine urologische Praxis entworfen. Kommen wir jetzt zu den Varianten, beziehungsweise wie Sie es gemacht haben. Wenn wir uns das Wertangebot anschauen, wie haben Sie sich da positioniert? Das ist ein bisschen biografisch geprägt, dadurch, dass ich die Praxis vor einigen Jahren ja von meinem Vorgänger übernommen habe, mit dem klassischen urologischen Bild der Leistung, die wir eben schon angesprochen haben. Die Unterscheidung oder die Veränderung, die ich bringen könnte oder konnte, auch hat ein bisschen mit meiner Biografie zu tun. Das war zum einen die Kinderurologie, die ich früher noch zu Klinikzeiten innehatte.
zum anderen ein operatives Leistungsspektrum, was dazugekommen ist und dann etwas, was sich in der Urologie speziell innerhalb der letzten 10 Jahre entwickelt hat, nämlich die Männermedizin Andrologie. Mhm. Wenn wir jetzt dieses Business Model Canvas betrachten, ergibt sich daraus ja eine neue Zielgruppe eigentlich durch diese Positionierung, nämlich neben Männern und Frauen dann halt Kinder, die noch dazu kommen. Genau, die kommen jetzt dazu, denn die traten vorher nicht auf und Kinderurologie, wie der Name schon sagt, heißt Kinder. Ja. Natürlich alle drei Gruppen, erwachsene Männer, Frauen als auch Kinder, können operiert werden und werden somit auch potenzielle Kunden, Patienten für die operative Leistung. Ja. Hat sich an der Kundenbeziehung zu diesen Segmenten was geändert oder ist das gleich geblieben? Nein, das ist gleich geblieben. Die Absatzkanäle genauso wie das Marketing ist auch identisch. Auch da keine Veränderung. Ja. Wenn wir uns die Struktur angucken, wie sie Geld verdienen, wie Umsätze generiert werden, hat sich eigentlich auch nichts verändert, außer dass es eine neue Zielgruppe gibt. Ja. Mhm. Kommen wir zu dem Punkt der Kernaktivitäten, was jetzt hier stattfindet. Gibt es da Varianten oder haben Sie da Veränderungen vorgenommen dann? Lediglich, dass etwas hinzukommt, nämlich die operative Leistung, die ambulant oder stationär durchgeführt wird. Mhm. Okay. Die Ressourcen, die jetzt wiederum eingesetzt werden müssen, haben die sich verändert oder gibt es da eine Variante, was man anders machen könnte? Nicht wirklich. Sicherlich bestünde die Möglichkeit, die Terminvereinbarung zum Beispiel nach außen zu verlagern, in Anbetracht des etwas veränderten Bildes. Ja. Dazu kommt noch zu erwähnen, dass eben ein neuer Partner entsteht, nämlich das Krankenhaus, mit dem zusammengearbeitet wird, die Belegklinik. Ja. Das sind Dinge, die mir spontan auf Ihre Frage da einfallen. Ja. Gut, wunderbar. Sehr schön. Sind wir schon durch? Kostenstruktur, wenn man Terminvergabe oder Labortätigkeiten auslagert, könnte man die halt rausrechnen. Das wäre eine Variante. Aber im Großen und Ganzen haben Sie ja das Bild beibehalten, was Sie hier machen möchten und anbieten möchten und was Sie dafür brauchen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Vielen Dank. Haben wir zwei schöne Varianten für so eine urologische Praxis. Und ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin hier viel Erfolg und danke nochmal. Dankeschön, gerne.